Wir befinden uns im Proseum in der Ausstellung Wie mit dem Skalpell, die den Aktionszeichner von Günter Brus gewidmet ist. Die Ausstellung umfasst einen Zeitraum von 1964, von seiner ersten Aktion Anna, bis 1970, wo er im Aktionsraum 1 in München seine letzte Aktion, die legendäre Zerreißprobe, durchgeführt hat. Gerade seine erste Aktion Anna hat einen wesentlichen Einfluss auf seine Zeichnungen gehabt. Im ersten Raum der Ausstellung findet man eine umfangreiche Serie, die ihm genau eine Reflexion dieser Aktion darstellt. Und was Brus auszeichnet und was auch die soziale Situation, in der er sich damals befand, mit seiner Familie widerspiegelt, ist, dass er für einige Arbeiten wirklich die Suppenwürfelverpackungen genommen hat und in seine Zeichnungen eingebaut hat. Günter Brus hat 1965, einen Tag vor seiner Ausstellung in der jungen Generation in Wien, bei einem Altwarentandler einen Ringordner mit Kriegspapier gekauft und auf jenen annähernd quadratischen Blättern sind die meisten seiner Aktionszeichnungen entstanden. Dieser Ordner fungiert als eine Art Mischung zwischen Notizheft, Ideensammlung, Werkkompendium und Tagebuch, könnte man auch meinen, und begleitet die ganze Ausstellung. 1966 beginnt Günter Brus mit Tusche auf weißem DIN A4-Papier zu zeichnen, einfaches Schreibmaschinenpapier. Und aus diesen Zeichnungen, die einen sehr, sehr feinen, klaren und präzisen Strich aufweisen, hat sich der Ausstellungstitel generiert, wie mit dem Skalpell. Günter Brus seziert den Körper, legt ihn offen und legt damit auch seine Zweifel, Ängste, Existenzsorgen offen. Im Laufe des Jahres 1966 bettet er diese fragmentierten Körper dann auch in ganz spezifische Räume, wie zum Beispiel in einen Glaskasten, der verkabelt ist, der mit Mikrofonen überwacht wird. Es ist ein Sinnbild für die Transparenzgesellschaft, über die wir heute sprechen, die Günter Brus bereits 1966 entworfen hat. 1968 sitzt Günter Brus ja bekanntlich in Untersuchungshaft aufgrund seiner Uni-Aktion, der sogenannten Uni-Ferkelei. Und als Reaktion auf die Repressionen, die er damals von Staat und Gesellschaft erfährt, fertigt er zwei Patente an, zwei Künstlerpublikationen, das Patent Mert und das Patent Urinoir. In beiden verarbeitet er erneut die Aktionszeichnung, nimmt ältere Blätter teilweise her, baust sie im Matrizendruck durch und versieht diese mit Zitaten aus den Anklageschriften und psychiatrischen Gutachten. Der Tag der Eröffnung dieser Ausstellung ist zugleich der 80. Geburtstag von Günter Brus. Im Museum haben wir uns natürlich überlegt, wie wir den Künstler dementsprechend würdigen können. Und gerade eine Ausstellung über die Aktionszeichnungen gibt einen Einblick in die intime Auseinandersetzung des Künstlers mit Themenstellungen, die ihn eigentlich sein ganzes Leben umgetrieben haben.